Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Silvers Solo-Abenteuer in Karasan. Wir haben den zweiten Flügel begonnen, das ist das Theater. Und der erste Akt ist das Stück Romulo und Julienne, also Romeo und Julia. Vorhang auf! Unser erster Akt, die Geschichte einer verbotenen Liebe. Unser Gegner in diesem Kampf ist Julienne. Die hat als Heldenfähigkeit, Romulo erneut herbeizurufen, wenn sie ihn nicht mehr kontrolliert. Romulo ist zu Beginn der Partie bereits auf dem Feld. Es ist dieser Diener, der dafür sorgt, dass Julienne nicht angreifbar ist, solange er eben auf dem Feld ist. Deswegen kann sie auch noch immer wieder herbeirufen. Um sich auch zu schützen, wenn er nicht da ist, besteht ihr Deck aus fast ausschließlich Spots, die sie uns dann natürlich auch fleißig in den Weg stellt. Das ist allerdings nicht ganz unbegründet, sie hat nur 15 Lebenspunkte, das heißt, wenn sie denn mal ungeschützt ist, ist sie auch ziemlich schnell wieder weg vom Fenster. Wir müssen also dafür sorgen, dass Romulo möglichst oft weg ist, denn dann benutzt sie ihre Heldenfähigkeit, das macht sie zwingend, wenn er nicht da ist, was sie 4 Mana kostet und damit dann natürlich ihre sonstigen Möglichkeiten einschränkt. Zu diesem Zweck habe ich ein Magierdeck zusammengestellt, das darauf ausgelegt ist, bereits relativ früh die 2 Schaden machen zu können, um Romulo aus dem Verkehr zu ziehen. Für den Anfang hätten wir da Möglichkeiten wie die arkanen Geschosse, den Blaukiemenkrieger oder den Frostblitz. Im weiteren Verlauf können wir dann natürlich beliebige andere Diener, unsere Heldenfähigkeit und andere Zauber verwenden. Wir sollten also am Anfang im Mulligan stark darauf achten, dass wir eine unserer frühen Möglichkeiten für die Romulo-Beseitigung bekommen. Und sobald wir das haben, ist dann unsere Aufgabe, das Board entsprechend aufzubauen, damit wir dann die Möglichkeit haben, Julienne zu vernichten, wenn Romulo nicht mehr auf dem Feld ist. Da sie ja nur so wenig Lebenspunkte hat, ist das mit Zaubern relativ einfach. Allerdings werden wir im Zweifelsfall auch auf Diener zurückgreifen müssen und da müssen wir halt schon darauf achten, dass wir ihre diversen Spots vorher aus dem Weg räumen. Insofern ist ein ordentliches Board hier das A und O, um mit den Spots Romulo und allem anderen umzugehen und dann den Moment ausnutzen zu können, wo ihre Lebenspunkte angreifbar sind. Für den Fall, dass die Dinge nicht optimal laufen, haben wir noch ein bisschen mehr Spott als üblich im Deck in Form des Eisenpelz-Grizzlies, zusätzlich zum Schildmeister von Senjin. Denn wenn wir Romulo am Anfang nicht zerstören können, kann der mit seinen 4 Angriffen relativ gefährlich werden. Deswegen sollten wir ihn von Anfang an aus dem Verkehr ziehen und immer wieder zerstören, wenn er zurückkommt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier kommt im Clip jetzt mein erster Sieg über diesen Kampf. Und ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Viel Spaß beim Clip und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Jaina gegen Julienne! Welch Teufel bist du? Ihr habt es so gewollt. Der ist nicht schlecht. Das ist ein halbwegs guter Anschluss. Willst du mich? Doppelt bräuchte ich das Wasserelementar ja eigentlich nicht. Ein Autogramm? Na gut. Dann jetzt bräuchte ich doch wieder einen Zauber, um Romeo loszuwerden. Ja, nicht den Zauber. Deswegen sind Zauber zum Removal deutlich besser. Bereit zum Ausritt! Kostet einen Stab! Barnes, lasst uns vorbei. Wir müssen schleunigst Medivh befreien, sonst ist das Fest ruiniert. Was wäre ein Fest ohne ein Schauspiel? Und was wäre ein Schauspiel ohne ein Publikum? Sehr schön. Und das zwingt sie jetzt, ihren kompletten Mana-Vorrat für einen neuen Romulo einzusetzen. Liebevolle Nacht, komm, gib mir meinen Romulo zurück.
Richter! Illidan ist hier. Ihr wisst nicht, okay, was uns erwartet. Ich, meiner Liebe. Ihr könnt nicht vorbei. War gar nicht mal so schlecht. So, beschädigen wir mal den Romulo ein weiteres Mal. Shit. Okay, aber nicht so problematisch. Weil... Mache ich das jetzt schon mit dem Feuer, mit dem Flammenstoß? Sie beschwört dann einen neuen, hat noch 3 Mana übrig und ich habe nicht arg viel gewonnen. Gucken wir nicht den Tempelwächter, also den Tempelvollstrecker, noch einen Schaden mehr zufüge. Gut, jetzt gehen da mal auch ein bisschen zum Angriff auf meine Spurz. So. Okay. Jetzt. Ich habe das Knistbeil ausgegraben. Irgendwann werde ich ein Scheiße. Unproblematisch. Ich bin vom Fluch befreit. Unproblematisch. Zumindest im ersten Moment. Die 4, es reicht. Angriff. Zauber. Aus die Maus. Dies trink ich dir. So, nicht schlecht. Hat ja geklappt. Ist zu Ende. Freut euch auf 2 weitere. Na dann. Belohnung: Schwülstiger Mime, Spott 3-2 und Onyxläufer, die Priesterklassenkarte.